Blitzlichtgewitter für Mr. Magath. Er ist zurück auf der Fußballbühne. London statt Hamburg beim FC Fulham, dem letzten der Premier League. Er präsentiert sich in fehlerfreiem Englisch, of course. Firstly, I want to thank Mr. Khan. Als erstes möchte ich mich bei Herrn Khan und Herrn McIntosh bedanken. For giving me the confidence and the support. Dass sie mir das Vertrauen, die Unterstützung und die Möglichkeit geben, so einen berühmten und traditionsreichen Club wie Fulham zu leiten. Ich bin sehr dankbar dafür, in England zu sein. Hier kommt der Fußball her. Ich schaue nach vorne und möchte den gleichen Erfolg haben wie auch in Deutschland. Nicht nur seine Erfolge begleiten ihn, sondern auch sein Image als Schleifer, als Quelix, als harter Hund eilt ihm voraus. Besorgt fragen die Journalisten nach seinen berühmt-berüchtigten Trainingsmethoden. Medicine Ball ist die neue Vokabel. Do you know Raoul? Ask Raoul. Kennen Sie Raoul? Fragen Sie Raoul nach meiner Arbeit, aber fragen Sie nicht die Spieler, die ihr hier in England gar nicht kennt. Fragt die guten Spieler und ihr werdet die richtigen Antworten bekommen. Und ergänzt, in seinem Training sei schließlich noch keiner gestorben. Ein netter Kerl also. Ob das Fulhams technischer Direktor Körbischlee und Co-Trainer Wilkins auch so sehen, bleibt dahingestellt. Für beide war Magaths erster Arbeitstag gleichzeitig ihr letzter.